Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute gibt es wieder einen Beitrag aus der Kategorie Jana und der kleine Franzose. Und ich bin immer noch im Bärlauchfieber. Heute werde ich Bärlauchsalz zubereiten. Das Rezept ist aus der Rezeptwelt. Viel Spaß! Im hinterlegten Beitrag aus der Rezeptwelt werden 100 Gramm Bärlauch verwendet und 250 Gramm Meersalz. Ich habe mich heute für die doppelte Menge entschieden und verwende also 200 Gramm Bärlauch und grobes Himalaya-Salz. Die Bärlauchblätter werden grob verputzt, wobei die Stiele mitverarbeitet werden. Ich entferne jetzt nur die Knospen. Anschließend wird der Bärlauch gewaschen und getrocknet. Ich verarbeite die doppelte Menge des hinterlegten Rezeptes, also 200 Gramm Bärlauch und 500 Gramm Himalaya-Salz. Aber ich arbeite mich in zwei Etappen durch und somit ist das Rezept wieder identisch mit dem hinterlegten aus der Rezeptwelt. Also im ersten Durchlauf werden 100 Gramm Bärlauch und 250 Gramm Salz bearbeitet. Aber zuerst wird der Bärlauch gewaschen und getrocknet. Da ich keine Salatschleuder besitze, habe ich den gewaschenen Bärlauch auf einem Backblech mit einem Küchentuch ausgebreitet und lasse ihn nun auf der Terrasse trocknen. Die Bärlauchblätter sind fast trocken. Der Bärlauch wird grob klein geschnitten und kommt dann in den Mixtopf. Das Ganze wird nun 20 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Bärlauchmasse nach unten geschoben. Und ich gehe nochmal 10 Sekunden bei Stufe 6 in Verlängerung. Nun werden 250 Gramm Himalaya-Salz zugegeben. Das Ganze wird nun 20 Sekunden bei Stufe 10 zerkleinert. Die Bärlauchsalzmasse wird nun auf einem Backblech verteilt
und kann entweder in der Sonne oder an der frischen Luft trocknen oder im Backofen. Und auch die zweite Ladung von meinem Bärlauchsalz wird auf dem Backblech ausgebreitet. Der Backofen Trocknung sind verschiedene Zeiten angegeben. Manche lassen diese Masse 8 Stunden im Ofen, aber ich habe auch schon gelesen, dass es nach 2-3 Stunden trocken sein soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich es draußen an der Luft trocknen und wir sehen uns dann wieder. Und zwischendurch das Salz immer wenden, immer etwas rühren, damit es wirklich auch von unten getrocknet ist. Das Bärlauchsalz ist getrocknet. Die Konsistenz ist recht grob. Deshalb gebe ich das jetzt noch einmal in den Mixtopf und zerkleinere es. Das ist nicht mehr so. Morgen.
Thank you.